Hallo Klemmbausteinfreunde und herzlich willkommen hier bei Pumpkin Bricks. Ich bin Sascha, aka Pumpkinhead, und wir haben wieder Ekelkleber. Nee, das ist kein Ekelkleber, das ist Tesafilm. Der hat mir das Heft kaputt gemacht. Ihr Mistkerle. So. Das hier ist übrigens jetzt nicht das Magazin wie bei dem anderen, sondern das hier ist tatsächlich der Comic. Auch nicht schlecht. Auch interessant. Dann wollte ich mal lachen, ich habe alle drei. Ja. Also der Comic hat wirklich eigentlich nur Comic drin. Ja. Ganz, ganz, ganz wenig. Wir müssen mal ein bisschen Werbung von Iron Man, also Avengers. Ja. Aber ansonsten ist hier wirklich nur Comic drin. Ja, und ich möchte euch das nicht vorwegnehmen. Ja, Comics solltet ihr selber lesen. Ja, da bin ich kein Freund von euch, das hier jetzt unter die Nase zu reiben. Aber wir haben Lloyd. Nicht mein erster. Wird auch nicht der letzte bleiben. Ja. Aber das ist, sind hier relativ wenige Teile. Ups, da ist ja noch eins drin. Hey. Komm raus. So. Und mit diesem Trans-Green-Teil hier oben drauf ist es auf jeden Fall eine interessante Figur. Davon habe ich ja auch schon den Kai. Ja, ich müsste aber noch einen davon haben. Der hat sogar ein Wendegesicht. Ja, aber hier für das Äußere ist das Wendegesicht nicht wirklich interessant. Da hätten die das eine behalten sollen. So, das Gefransel unten an das Schwert. Hin. So. Fertig. Also mit dem Comic sind wir jetzt relativ schnell durch. Ja, bei den Comic-Heften, da werde ich nicht großartig was machen. Ja, euch jetzt das ganze, den ganzen Comic dahin zu erzählen. Da ist die Figur, die drin ist, wesentlich wichtiger. Die Hülle kommt da drüben hin. So, aber wir haben ja noch die drei Booster und ein Batman-Booster. Das mache ich dann hinterher. Ja. Dann gehen wir jetzt mal auf Kartensuche oder auf Kartenjagd. So. So, lass doch mal gucken. Das ist eine Karte aus der... aus dem Bild. Zweite Bildkarte und dann lass doch mal schauen. Tada! Ein Mega Golddrachenkai. Sauber. Aktion, Aktion. Gelb. Ne, wer auch immer. Und dann nehme ich die beiden hier. Hier haben wir einen Unterwasser-Coal und ein Crystallized-Kai. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also manchmal sind die Namen echt dämlich. Aber es ist für Kinder gedacht, von daher. Ja. Ninjago ist nicht mein Hauptziel. Da habe ich bei Lego andere Sachen. Ja. So. Dieser eine Robotyp hier. Automechaniker. Auch noch Crystallized Automechaniker. Power Legacy Coal. Niat. Sagt mir gar nichts. So. Ninja-Rennwagen. Ja, den wollte ich haben. Den wollte ich mir holen. Und hier unterschreiben. Okay, dann machen wir mal. Aktion, Aktion. Falle. Fahrzeug. Selten, selten, selten. So, 1, 2 und 3. So. Ich habe natürlich einen ganzen Ordner voll davon, ne? Das ist und die ganz nach hinten. So, jetzt kommen ältere Sammelkarten. Da hatten wir ja jetzt zuletzt im Comic einen von diesen Ungabungas, von den Eingeborenen da. Die haben natürlich hier ihren ganz eigentümlichen Namen. Ah, guck mal, hier ist ein Regelheftchen.
Hier ist die seltene Karte. Schockronin und Steingolems. Ah, ja. Aktion, Aktion. Falle und. Ach, selbst so ist da jede Menge Zeugs drin. Der kommt nach hinten. So. So. Aktionskarten. Fallenkarten. Man kann die ja schön untereinander mischen, ne? Wenn man spielt, das ist ja kein Problem. So. Die vier. Ja, für mich kommt das alles in die Sammlung. Habe ich doppelte Karten, gehen die in das Osterpaket, das ich zu Ostern an doppelten Karten und Spielkarten und so weiter dann bei der Tafel verteile an bedürftige Kinder. Mache ich ja fast immer mit vielen Doppelten, ne? Das ist nichts Ungewöhnliches. Ja, ich verteile die aber nur an Kinder, die da sind, da bei der Tafel. Ja, Kinder, die nicht da sind, die kriegen nichts. Tut mir zwar weh, aber ich kann nicht auf jedes Kind Rücksicht nehmen. Sieh mal einer an. Hier in dem Batman-Ding ist ein Superman drin. Coole Sache. Ein Joker mit Eis. Ah, so eine Karte. Und die hätte ich dann doppelt. Green Lantern. Ah, diese komischen Haustiere. Ach, kommt, Freunde, bitte. 1, 2, 3. Superman und die. Kommt auch in die Sammlung. Kein Thema. So, damit sind wir fertig. Und dann sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Pumpkinhead. Ja. Habt einen schönen Tag und bis dann. Bye.